Hallo und willkommen zum heutigen gemeinsamen Training. Es freut mich, euch wieder ein bisschen begleiten zu dürfen bei einer bewegten Einheit mit Koordinations-Stabilisierungsübungen. Warum habe ich diese Bälle in der Hand? Werdet ihr euch wahrscheinlich zu Hause fragen. Ganz einfach, weil wir heute Koordinationsübungen mit Bällen durchführen werden. Zunächst aber können wir sie noch kurz weglegen. Wir werden sie erst etwas später brauchen. Gut, zum gemeinsamen Aufwärmen starten wir auch mit einer kleinen Koordinationsübung. Und zwar, wir klatschen jetzt mit den Händen vorne, hinten und abwechselnd geht einmal die Ferse zur rechten Hand, also linke Ferse zur rechten Hand und die rechte Ferse zur linken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Gut, wir fügen dem noch eine Bewegung hinzu. Und zwar klatschen wir jetzt in Hände. Dann berühren wir einmal linke Ferse, einmal die rechte Ferse. Dann Schulter, linke Schulter, rechte Schulter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Weiter geht es. Nächsten Koordinationsübung zum Aufwärmen. Wir laufen am Stand. Dann verschränken wir die Arme vor der Brust. Dann bringen wir die Arme auf die Seite, dann bringen wir die Arme auf die linke Seite und auf die andere Seite. Gut. Verschränken. 1, 2, 3. Verschränken. 1, 2, 3. Verschränken. 1, 2, 3. Verschränken. 1, 2, 3. Okay, jetzt können wir das Ganze kombinieren, indem wir gleichzeitig diese Armbewegung ausführen und mit den Beinen einen Sprung vorwärts und rückwärts machen. Also, wir springen immer weiter. Ja? Vor, zurück, verschränken, auf, hopp, schränken, auf, hopp, schränken, auf, hopp, verschränken, rechts, links, verschränken, rechts, links und so weiter. Wenn das schon gut geklappt hat, dann seid ihr wirklich schon Profis. Jetzt laufen wir locker am Stand. Kreisen mit den Armen. Und in die andere Richtung. Und dann neigen wir locker links, einmal nach rechts, legen uns weiter am Stand. Gut, als nächstes gehen wir in die Grätsche. Wir schwingen mit den Armen einmal nach links, einmal nach rechts. Und jetzt bringen wir die Hände hinter den Kopf. Wir beugen uns nach vorne, Ellbogen gehen zusammen und wieder nach oben. Wir atmen aus, wenn die Ellbogen sich berühren. Wir atmen ein und wir hochgehen. Okay, jetzt gehen wir in die weitere Grätsche.
Die rechte Hand wandert entlang des rechten Beines nach unten. Die linke Hand geht über den Kopf und wir blicken nach oben. Wieder zurück. Gut. Als nächstes geben wir die Hände zur Hüfte und stehen im breiten Stand. Reißen mit dem Becken vor und zurück. Und hier wechseln wir an. Jetzt eine kurze Gleichgewichtsübung. Wir strecken die Arme oben, machen uns ganz lang, gehen in den Zehenstand und wieder runter. Zehenstand und wieder runter. Atmen ein, gehen nach oben, atmen aus, wieder nach unten. Jetzt schütteln wir die Arme kurz aus, machen die Übung noch einmal, aber mit verschlossenen Augen. Also die Arme nach oben, ihr sucht euch einen Punkt, den ihr fixiert, schließt die Augen und einatmen, Zehenstand, ausatmen, absenken. Schütteln wir die Arme aus, heben die Hände auf die Oberschenkel oberhalb der Knie und wir kreisen den Knien. Und ja. Okay, jetzt als nächstes beugen wir uns nach vorne, schütteln Arme und Schultern aus. Und greifen zu den Zehenspitzen, gehen in die Hocke und verlagern das Gewicht vom linken auf das rechte Bein wieder zurück. Ein paar Mal. Dann geben wir die Hände zusammen vor die Brust. Probiert den Oberkörper ganz gerade zu halten. Und wir strecken die Beine hinten nach unten und gehen in die Hocke. Und strecken und in die Hocke. Strecken. Okay. Und strecken. Und in die Hocke. Gut, wir strecken die Beine noch einmal und wandern jetzt in den Stütz, wo wir jetzt abwechselnd den linken Fuß nach vorne bringen, den Unterarm nach unten und den rechten Fuß nach vorne und da wieder runter. In den Stütz und hopp und hopp und hopp. Und hopp. Ich zeige das noch einmal von vorne. Ausgangsposition ist der Stütz. Linker Fuß geht zur linken Hand, den Unterarm runter, einmal andehnen und zurück. Rechter Fuß geht zur rechten Hand, einmal andehnen und zurück. Und dann bleiben wir mit dem linken Fuß vorne und ihr streckt fünfmal die Hand nach oben. Und geht wieder zurück.
wechseln wir rechts nach vorne. Zurück in die Matte, in den Vierfüßlerstand, mobilisieren die Wirbelsäule, Katze, Kuh. Das heißt, wir machen jetzt einen Rundrücken, Kinn zur Brust, Becken anziehen und ein Hohlkreuz. Bringen wir den Hintern zu den Fersen, die Arme nach vorne, machen es ganz lang, halten das kurz. Gehen wieder zurück in den Stütz, mit den Füßen wandern wir etwas zurück, Zehenspitzen aufstellen, Hintern nach oben und abwechselnd. Ein Bein strecken, das andere beugen. Gehen wir wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Ihr bringt jetzt die Zehenspitzen, stellt ihr auf und bringt die Knie leicht in die Luft. Halten das für 30 Sekunden. Und absenken. Jetzt bringt ihr hier den Hintern zu den Fersen, macht den Oberkörper schön lang. Und gehen wieder zurück. Jetzt bringt ihr den rechten Fuß über den linken, Zehenspitzen aufstellen vom linken und ihr streckt das linke Bein. Hintern geht weit nach oben, dass wir die linke Wade dehnen. Gehen wieder zurück, von links über rechts. Und wieder zurück. Gut, als nächstes starten wir dann gleich mit dem nächsten Teil. Wir gehen nehmen die Bälle in die Hand. Also ich habe hier zwei kleine Gummibälle, ihr könnt aber genauso zwei Tennisbälle nehmen oder zwei andere Gegenstände, die sich leicht fangen lassen. Wir starten ganz einfach, indem ihr mal eine Bälle nach oben werft. Ihr sollt möglichst parallel nach oben fliegen. Okay, ich hoffe, das klappt schon soweit. Jetzt machen wir das umgekehrt. Die Handflächen zeigen nach unten, werft sie und fängt sie mit den Handflächen nach unten.
Okay. Dann einmal nach oben, einmal nach unten. Okay, und jetzt immer im Wechsel. Ich starte so und ich fange mit den Handflächen nach oben. Jetzt starte ich mit den Handflächen nach oben und fange mit den Handflächen nach unten. Hopp. Jetzt geht ein Ball nach unten und der andere nach oben. So, auf die Matte, auf den Boden werfen, springt er besser. Und dann umgekehrt. Wechsel. Okay. Als nächstes fangen wir mit ersten Überkreuzübungen an. Ja, das heißt, ihr werft die Bälle parallel nach oben, aber ihr fängt sie überkreuzt. Also noch einmal. Werfen, überkreuzen, werfen, überkreuzen. Gut, probiert das einmal aus. Jetzt überkreuzen wir jeweils mit einem anderen Arm oben. Wenn einmal der rechte oben ist, ist beim nächsten Mal der linke oben. Werfen. Rechts oben überkreuzen. Werfen. Gerade fangen. Werfen. Links oben überkreuzen. Werfen. Gerade. Hopp. 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 Gut, als nächstes probieren wir jetzt das ein bisschen schneller. Ja? Okay, also werfen, überkreuzen, zack, hopp, 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 links oben, zurück, rechts oben, zurück, links oben, zurück. Rechts oben, zurück, links oben, zurück, rechts oben, zurück, links oben, zurück. Gut, wenn das schon geht, dann darf ich euch recht herzlich gratulieren. Und das schaffen die wenigsten in der kurzen Zeit. Aber kein Problem, ihr habt ja auch Zeit, das Ganze später zu üben. Das Video könnt ihr öfters anschauen. Ich möchte euch aber schon weitere Übungen vorstellen. Ihr dann mit mir jetzt gemeinsam und später auch zu Hause mit euch üben könnt. Wir hatten jetzt jedes Mal die Handfläche nach oben gerichtet. Ja? Man kann das Ganze auch mit der Handfläche nach unten gerichtet machen. Wir werfen, fangen mit der Handfläche nach unten, werfen. Überkreuzen mit der Handfläche nach unten. Hopp. Hopp. Genau. Und dann mit dem anderen Arm. Hopp. Hopp. Und so weiter. Probiert das einmal für euch aus. Okay, jetzt kombinieren wir das. Einmal werfen, Handfläche oben, überkreuzt fangen, zurück, anders überkreuzt fangen, zurück und dann Handflächen
Gut. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt. Rechts oben, zurück. Links oben, zurück. So fangen. Und rechts oben, zurück. Links oben, zurück. So fangen. Das wäre jetzt ein Durchgang. Da sind wir schon wirklich in einem sehr anspruchsvollen Bereich unterwegs. Starten wir noch einmal gemeinsam. Werfen rechts oben, zurück. Links oben, zurück. Handfläche nach unten und ja, zum Anklungen und zurück und links oben und umdrehen. Und wir starten wieder auf erneut. Rechts oben, zurück. Links oben, zurück. Noch einmal. Rechts oben, also links oben, zurück. Und noch einmal andere Seite. Machen wir noch einen Durchgang gemeinsam. Volle Konzentration, die brauche ich jetzt auch. Also, rechts oben, zurück. Links oben, zurück. Jetzt mit den Handflächen nach unten. Und rechts oben, zurück. Links oben, zurück. Handflächen nach oben. Einmal noch, jetzt ein bisschen schneller. Gut. Und weiter. Und weiter. Einen Durchgang noch. Volle Konzentration. Einen Durchgang noch mit zwei Serien. Volle Konzentration. Start Nummer zwei. Und nicht ganz fehlerfrei, aber ihr seht schon, bei der Komplexität dieser Übung kann das durchaus passieren. Ja, wir machen gleich ein bisschen weiter mit einer Jonglierübung, einer Basis-Jonglierübung. Ihr bringt nun beide Hände, beide Bälle in eine Hand und werft beide Bälle hoch. Zuerst den vorderen und dann den hinteren. Gut. Basis, Jonglierübung, zuerst den vorderen Ball und dann den hinteren Ball. 1, 2, 3, 4, das ist die Idee. Bitte 1, 2, werfen, werfen, 3, 4, fangen, fangen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, wenn das schon klappt, dann können wir ein bisschen schneller starten bzw. kontinuierlich. Das heißt, wir werfen ohne Unterbrechung den Ball nach oben. So weiter. Gut, jetzt auf der linken Seite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okay. Und auch hier nehmen wir das kontinuierlich. Ihr könnt entweder zur Seite wandern oder nach vorne. Okay, gut. Hoffe, es geht euch besser als mir bei dieser Übung heute. Wie immer beim Koordinationstraining ist es wichtig, dass man es regelmäßig wiederholt und sich voll fokussiert. Also in Ruhe durchgehen. Das kann ich euch dazu raten. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit den Koordinationsübungen mit Bällen. Ihr startet jetzt. Habt einen Ball in der linken Hand und einen in der rechten Hand. Ja, und ihr werft abwechselnd hoch, dass ihr dann die Hand wechselt. Das heißt, der rechte kommt in die linke Hand und der linke in die rechte Hand. Es geht los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann umgekehrt. Links, rechts starten. Links, rechts, links, rechts, und rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Okay. Gut. Wir machen mit der nächsten Übung weiter. Braucht diesmal nur einen Ball. Und vielleicht könnt ihr euch noch aus einer der Übungen, vom letzten Video erinnern. Und zwar unsere Sprünge. Ja, wir hatten ja damals einen Strich am Boden markiert. Das werde ich heute in Form eines Tuchs machen. Es geht nur darum, dass wir eine Markierung auf dem Boden haben. Dann springen wir nach rechts, landen mit dem rechten Fuß. Wir springen nach links, landen mit dem linken Fuß. Wir nach rechts, wir landen beidbeinig. Ja? Probieren wir das nochmal aus, kontinuierlich. Links, rechts, beidbeinig. Rechts, links, beidbeinig. Links, rechts, beidbeinig. Rechts, links, beidbeinig. Und so weiter. Nächste Runde. Links, rechts, beidbeinig, rechts, links, beidbeinig, links, rechts, beidbeinig. Okay, und jetzt kommt der Ball ins Spiel. Ihr werft immer einen Ball hoch, fortwährend einen Ball hoch, während ihr springt. Das ist die Stufe 1. Und bei der Stufe 2 geht es jetzt darum, dass ihr das Ganze kontinuierlich macht und nicht beim beidbeinigen Sprung stehen bleibt. Okay, gut. Ich hoffe, es geht euch schon gut dabei. Wir machen noch einen Durchgang. Kurz verschnaufen und dann starten wir einmal gemeinsam.
Okay, gut. Ende wollte ich in die Kamera schauen, da bin ich dann ein bisschen rausgekommen. Ja, das waren die Koordinationsübungen für euch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Der Hirnmuskel insbesondere ist wieder ein bisschen angestrengt worden, weil da geht es, das ist, worum es vor allem beim Koordinationstraining geht, das Hirn zu trainieren, Synapsen zu bilden und das Hirn agil und jung zu halten. Deswegen ist es praktisch für jeden eine sinnvolle Ergänzung, egal ob jung und sportlich, der was Neues dazulernen möchte, oder schon etwas reifer im Alter, um einfach sein Hirn agil und beweglich und jung zu halten, baut regelmäßig Koordinationstraining ein. Ich kann es nur empfehlen, es gibt auch sehr viele Studien dazu und freue mich schon aufs nächste Koordinationstraining im nächsten Video mit euch. Jetzt geht es, wie schon gewohnt, weiter zu den Stabilisierungsübungen. Ich werde mal das Buch weglegen, den Ball auch. Wir machen jetzt Übungen, insbesondere für die Rumpfmuskulatur und auch ein bisschen was für die Beine. Ja? Wir starten jetzt mit einer Übung für die Beine, und zwar startet ihr am Anfang der Matte, macht einen großen Ausfallschritt nach vorne, drängt das hintere Knie nach unten, bis es die Matte berührt, und dann verschiebt ihr zunächst euer Becken nach vorne, damit ihr eine Dehnung im Hüftbeuger spüren, und dann blickt ihr nach oben in die Hände, atmet ein und ihr steht auf, Schultern zurück, atmet aus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und einmal, einatmen, ausatmen. Okay, wir wechseln zum anderen Bein, jetzt geht das linke Bein nach vorne. Großer Ausfallschritt, absenken und einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, ausatmen und einmal noch. Ihre Seite, rechtes Bein nach vorne und hinteres Bein absenken, das linke, Hände nach oben, Hüfte schön dehnen, Hüftbeuger und Blick nach oben, ausatmen, aufstehen, einatmen, absenken. Noch und einmal noch auf der Seite. Okay, schütteln die Beine kurz aus, kommen zur nächsten Beinübung, die Kniebeuge. Ihr bringt jetzt die Arme nach vorne und bewegt gleichzeitig eure Hüfte nach hinten. Schaut, dass das Gewicht relativ ein bisschen mehr auf den Fersen ist und die Knie nicht so weit nach vorne. Ausatmen,
aufrichten, einatmen, okay. Rücken sollte dabei gerade sein. Und 5, 4, 3, 2, 1. Ausschütteln die Beine aus. Weiter mit den Rumpfübungen. Wir starten im Sitzen. Starten im Sitzen und ihr streckt jetzt die Beine nach oben oder habt die Beine abgewinkelt. Ihr könnt euch das aussuchen und machen wieder 20 Wiederholungen je Übung. Die Beine gehen links und rechts auf die Matte. Oder ihr könnt es auch gestreckt machen, wie wir es gesagt haben. Okay, dann zieht ihr das rechte Bein an, drückt die Hand gegen den Oberschenkel, ihr streckt das linke Bein aus und es geht auf und ab. Zehnmal pro Seite. Wichtig ist, das Knie fest gegen die Hand drücken, dass ihr kein Hohlkreuz habt. Ja? Hände auf die Seite, wir lockern jetzt den Bauch kurz aus, die Knie senken einmal links ab, einmal rechts ab und der Kopf geht in die Entgegensetzung. Okay, dann als nächstes bringen wir die Hände unter das Gesäß. Wir strecken beide Beine senkrecht nach oben und dann senken wir ein Bein 10-mal ab und das wieder an. Und auf der anderen Seite. Okay, wir drehen uns jetzt um. Wir geben uns die Bauchlage. Und strecken Arme und Beine aus. Die Hände bewegen sich jetzt, die Arme bewegen sich jetzt auf und ab und die Hände sind senkrecht gestellt. Zuerst die Hände und die Arme vom Boden lösen und jetzt gehen wir auf und ab. 20 Mal. Und dann
kurz entspannen, die Handflächen auf den Boden legen, Kopf auf den Handrücken. Und noch einmal die Arme und die Beine vom Boden heben und 20 Mal mit den Armen Brustschwimmtempi ausüben. Gut, dann als nächstes hocken wir auf unseren Fersen. Bitte aufpassen, falls ihr Probleme mit den Knien habt und da was spürt, dann lasst ihr die Übung einfach aus. Jetzt gebt ihr die Hände hinter den Rücken, ja, und macht einen Rundrücken und wieder aufrichten. Ja. Wichtig ist, wenn ihr aufrichtet, dass der Rücken gerade ist. Braucht nicht senkrecht, also kein Hohlkreuz. Aber die Wirbelsäule sollte gerade sein. Zweite Variante wäre die Hände hinter dem Kopf, Ellbogen außen. Wir beugen uns nach vorne, umdrücken und aufrichten, gerade Rücken. Machen wir da 20 Wiederholungen. Okay, in den letzten Videos habt ihr schon verschiedene Seitstützvarianten kennengelernt. Heute gibt es eine weitere für euch. Der Ellbogen befindet sich unter der Schulter. Ihr startet mit gestreckter Hüfte, oberes Bein strecken wir auch. Wir gehen zunächst 10 Mal auf und ab. Und 10 Mal vor und zurück. Dann wechseln wir die Seite. Und oberes Bein strecken. Auf und ab. Und vor und zurück. Okay, ausgezeichnet. Dann begeben wir uns jetzt ins Sitzen. Und ihr habt jetzt die Hände ausgestreckt, die Arme ausgestreckt. Und geht da zurück. Und richtet euch auf. Einmal rechts, einmal links. Einmal rechts, einmal links. Rechts vorbei, einmal links. Okay. Gut, und der Abschluss. Unser Rumpfkräftigungsprogramm bildet heute den Klassiker, der Unterarmstütz. Wir machen gemeinsam eine Minute. Beim Unterarmstütz ist es wichtig, dass ihr den Oberkörper ganz gerade, also parallel zum Boden hält, horizontal die Ellbogen unter den Schultern befinden, ihr nicht in der Lendenwirbelsäule einknickt, und den Rumpf ganz besonders stabilisiert und entspannt.
und wir starten jetzt. Gleichmäßig weiteratmen. Achtung, dass sie nicht nach oben geht und auch nicht nach unten durchhängen, nur möglichst gerade bleibt. Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins und stopp. Gut, die Knie ablegen, Hände ausstrecken, Arme ausstrecken, Hintern zu den Fersen. Ausgezeichnet. Mit den Stabilisierungsübungen sind wir nun fertig. Den Abschluss bilden jetzt ein paar Dehnungsübungen zum Auslockern. Ihr startet in Rückenlage, streckt die Beine aus. Ihr gebt jetzt das rechte Bein über das linke, also das rechte, geht nach links, gedrückt mit der linken Hand das rechte Bein nach unten, die rechte Hand geht nach rechts, der Blick ebenso. Und jetzt solltet ihr die Dehnung einfach einmal halten, so eine Minute. Die linke Hand drückt weiter nach unten, die rechte Hand nach ebenso. Wechsel die Seite, der linke Fuß geht nach rechts, die rechte Hand drückt das linke Knie nach unten und die linke Schulter wird am Boden zu lassen. Langsam lösen, die Hände auf die Seite, ein bisschen auslockern, Knie gehen nach links und nach rechts. Jetzt umfassen die Arme die Knie, ihr wippt ein bisschen nach vor und zurück. Könnt ihr ein bisschen mit den Beinen drüber gehen. Die Zehenspitzen abstellen, wenn ihr wollt. In den Wirbel für Wirbel zurück. Die Arme umfassen wieder die Knie, wir wippen nach links und nach rechts. Und jetzt wippen wir noch einmal vor und zurück für einige Male und werden dann mit Schwung aufzustehen. Aber aufpassen, wenn ihr es nicht mit Schwung schafft, bitte nicht mit zu viel Kraft. Wir wollen nicht unsere Knie verletzen. Also,
Wir schwingen vor und zurück. Und vor und zurück. Noch zweimal. Und beim nächsten Mal stehen wir mit Schwung auf. Und auf. Ah. Gut. Ich sage danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid aktiviert. Habt euren Körper ein bisschen in Schwung gebracht und energetisiert und seid bereit für weitere Aufgaben. Alles Gute, freue mich schon aufs nächste Training. Ciao!